Слава Богу, дорогие друзья! Preis dem Herrn, liebe Freunde! По милости Божией мы собраны на этом месте. Aus der Gnade Gottes sind wir hier an diesem Ort versammelt. Нам дано это время, чтобы мы пребывали в Богопоклонении на этом месте. Wie uns ist diese Zeit gegeben, damit wir in der Anbetung verweilen können an diesem Ort. Можем рассуждать и вникать в Его Слово. Wir können nachsinnen und uns vertiefen in sein Wort. Знаете, в начале моей проповеди Wisst ihr, am Anfang von meiner Predigt Я хотел бы вспомнить такой момент, это было пару лет тому назад. Möchte ich uns erinnern an so einen Augenblick, der war vor ein paar Jahren. Это было у нас в городе Лар в центре. Das war bei uns in der Stadt Lar, in der Stadtmitte. Я с семьей ходил там, закупаться. Und ich mit meiner Familie war dort unterwegs und habe eingekauft. И там в центре на улице стоял человек. Und dort in der Stadtmitte, auf einer Straße stand ein Mensch. И знаете, он сразу бросался в глаза. Und wisst ihr, er war so auffällig, dass man ihn gleich gesehen hat. Во-первых, он был здоровый такой, большой ростом, великан. Erstens, war so groß vom Wuchs, war riesig. Он был чернокожий. War dunkelhäutig. Говорят, афроамериканец. War, wie man sagt, ein Afroamerikaner. И знаете, этот здоровый человек, он был одет совсем не по-европейски. Und wisst ihr, dieser Mensch, war überhaupt nicht europäisch gekleidet. Интересно, традиционно там, я не знаю, из какой народности. Und ich weiß nicht, aus welchem Volk war. Как было заметно, он почти вообще не говорил по-немецки, он обращался к людям по-английски. Und wie es zu bemerken war, konnte fast kein Deutsch und wandte sich an die Menschen in Englisch. И он так стоял и держал в руках Библию. Stand so da und hielt in der Hand eine Bibel. На немецком языке. In deutscher Sprache. И он подходил и обращался к людям. Und ist zu den Menschen gegangen und hat sich an sie gewandt. И моя жена обратила внимание, говорит ко мне. Und meine Frau hat darauf geachtet und spricht zu mir. Посмотри, к каким людям он подходит. Seh mal, zu welchen Menschen geht. По ним видно, скорее всего, у них жизнь не все так гладко. Man sieht, dass bei ihnen wahrscheinlich im Leben nicht alles so glatt läuft. Можно и представить, что 8 часов утра от них уже пахнет алкоголем и так далее. Man kann sich vorstellen, dass 8 Uhr morgens von ihnen schon eine Fahne mit Alkohol weht. И так как он плохо, очень плохо говорил по-немецки, почти совсем не говорил. Und so wie ganz schlecht Deutsch sprach oder fast überhaupt nicht sprach. Он так брал Библию и пальцем указывал на какой-то стих из Библии. Und hat so die Bibel gehalten und hat mit dem Finger hingewiesen auf einen Vers aus der Bibel. Вы знаете, может быть, он и открывал вторую книгу Царств, 14 главу. Und wisst ihr, vielleicht hat auch aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 14, и указывал на 14 стих в этой главе. Und hat hingewiesen auf den Vers 14 aus diesem Kapitel. Я говорю, может быть. Ich sage, es kann sein. Но на сегодня, в это утро, aber heute an diesem Morgen möchte ich uns heute lesen diesen Vers. И здесь Библия говорит так. Und hier spricht die Bibel so. Мы умираем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Denn wir müssen zwar gewiss sterben und sind wie das Wasser, das sich auf die Erde ergießt und das man nicht wieder auffangen kann. Aber Gott will das Leben nicht hinwegnehmen, sondern sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibe. Интересное такое сравнение so ein interessanter Vergleich с проживанием человека на этой земле. Mit dem Leben des Menschen auf dieser Erde. Как бы из сосуда льется вода на землю. Wie aus einem Gefäß das Wasser fließt auf die Erde. Остается какой-то след влажный. Und es bleibt eine feuchte Spur. Но то, что вылито, уже невозможно собрать. Aber das, was ausgegossen wurde, es ist nicht mehr möglich,
alles aufzusammeln. Интересно, и здесь говорится о Боге, о его качестве. Und interessant, hier ist die Rede über Gott und über seine Eigenschaften. Что есть на небе живой Бог. Dass es im Himmel einen lebendigen Gott gibt. И Бог не желает, чтобы какая-то душа пошла в погибель. Und Gott möchte nicht, dass eine Seele in das Verderben geht. Слава за это Господу. Preis sei dafür dem Herrn. Вы знаете, мы с этого места. Und wisst ihr, von diesem Ort. Слышим Евангелие. Hören wir das Evangelium. Понимаете, это не просто истории. Versteht sie, das sind nicht einfach nur Geschichten. Я сидел на месте, на своем. Ich saß an meinem Platz. Смотрел на наших братьев и сестер, которых я уже давно знаю. Und hab auf unsere Brüder und Schwestern gesehen, die ich schon lange kenne. И брат Альвин напоминал нам историю из Библии. Und Bruder Alvin erinnerte uns an eine Geschichte aus der Bibel. Интересно, если бы это было просто, ну, газетная история, выражусь я так. Und interessant, ich möchte mich mal so ausdrücken, wenn das einfach nur eine Geschichte aus der Zeitung wäre. Понимаете, там бы было описано, ну, где-то была непогода, и люди попали в беду. Und dort würde stehen, irgendwo gab es ein Unwetter und die Menschen sind in Not geraten. Или, скажем, другая история, где закинули сети, поймали много рыбы. Oder eine andere Geschichte, man hat die Netze ausgeworfen und viele Fische gefangen. Такое, ну, успешное мероприятие. So ein erfolgreiches Geschäft. Нет, это не просто истории, но это Евангелие, где присутствует и Христос в этих историях. Слава Господу. Das ist nicht einfach nur irgendeine Geschichte, sondern das ist das Evangelium, in denen auch Christus anwesend ist, preis dem Herrn. В этом и есть чудная христианская жизнь. Darin liegt auch das wunderbare christliche Leben. То, что Евангелие присутствует в нашей жизни. Dass das Evangelium anwesend ist in unserem Leben. Что в разных ситуациях, в успешных ситуациях или в трудностях. Dass in verschiedenen Situationen, in erfolgreichen oder in schwierigen. Что Христос, Он сопровождает и присутствует в нашей жизни. Слава Господу. Christus, er uns begleitet und anwesend ist in unserem Leben, preis dem Herrn. Я так смотрел на моих братьев и сестер. Und ich sah so meine Brüder und Schwestern. Ну, они простые люди, хорошо поют. Das sind einfache Leute, sie singen gut. Я смотрю на собрание, сидят мне знакомые люди. Und ich schaue in die Versammlung und sehe mir bekannte Menschen. У каждого есть своя судьба. Und ein jeder hat sein Schicksal. Интересно, но Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. Как это чудно, слава Господу. Aber interessant ist, Christus sagt, das Himmelreich Gottes ist in euch. Wie wunderbar ist das, preis dem Herrn. Слава Богу. Preis dem Herrn. Я бы хотел бы вспомнить одну историю из Библии, из Нового Завета. Ich möchte uns erinnern an eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Там в начале встречаются два человека. Dort am Anfang begegnen uns zwei Menschen. И один другому тоже указывает на Священное Писание. Und einer zeigt dem anderen auch auf die Heilige Schrift. Я бы хотел бы, чтобы это сегодня стало нашей историей с вами. Und ich möchte, dass das heute unsere Geschichte wird. Это будет Евангелие от Иоанна с первой главы. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 1. И я буду читать с 45 стиха. Und ich werde lesen von Vers 45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: «Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Und Nathanael sprach zu ihm: «Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?» Philippus spricht zu ihm: «Komm und sieh». Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: «Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Nathanael spricht zu ihm: «Woher kennst du mich?»
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Нафанаил отвечал ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Иисус сказал ему в ответ: Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Иисус сказал ему: Und Jesus spricht zu ihm: Ты веришь, потому что я тебе сказал, слава Иисусу. Du glaubst, weil ich dir gesagt habe. Вы знаете, рассуждая об этой истории, Und wisst ihr, wenn ich nachsinne über diese Geschichte, я так думаю, эти два человека, Нафанаил и Филипп, Und ich denke, diese zwei Menschen, Nathanael und Philippus, они всегда были богобоязненны. Sie waren immer gottesfürchtig. И я так думаю, что они были там, при Иордане, у Иоанна Крестителя. Und ich denke, dass sie auch dort am Jordan waren bei Johannes dem Täufer. Принимая крещение в покаяние, исповедуя грехи свои. Und sie haben die Taufe in der Buße angenommen und haben ihre Sünden bekannt. Что эти люди как-то по-своему старались служить Богу. Dass diese Menschen irgendwie von sich heraus versucht haben, Gott zu dienen. И вот ситуация: Филипп зовет своего знакомого человека Нафанаила. Und so die Situation ist so: Philippus ruft seinen Bekannten Nathanael. И вот они идут к тому, Und sie gehen zu dem, который не просто пророк, der nicht einfach nur ein Prophet не ist, просто человек, но есть Сын Божий, nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern der Sohn Gottes который ist, знает, что было, есть и будет, der weiß, was war, ist und sein wird. Это есть Иисус Христос. Das ist Jesus Christus. И интересно, когда они встречаются, Und interessant ist, wo sie sich treffen, Иисус Христос говорит ему такие слова. Spricht Jesus Christus zu ihm solche Worte. Прежде нежели когда позвал тебя Филипп. Bevor dich Philippus gerufen hat. Другими словами, я так понимаю, Иисус Христос говорит: Я знаю ваш разговор твой с Нафанаилом. Anders gesagt, Jesus wollte sagen: Ich kannte das Gespräch zwischen dir und Nathanael. В тот момент, когда были в тебе сомнения. In dem Moment, wo du Zweifel hattest. Посмотрите здесь характер Божий, характер Иисуса Христа. Seht mal, hier ist der Charakter Gottes, der Charakter Jesu Он Christi. Вдруг указывает ему на то, er weist ihn auf einmal auf das hin, и говорит ему те слова, чтобы он пришел к вере, слава Иисусу. Und er spricht zu ihm die Worte, damit er zum Glauben kommt, preis sei Jesus. Если мы читаем Евангелие от Матфея, 28 главу, последнюю главу, wenn wir das letzte Kapitel in Matthäus Evangelium lesen, вы знаете, когда ученики встречаются уже в воскресшем Иисусе, В Галилее, und wo die Jünger dann sich treffen mit dem auferstandenen Jesus Christus in Galiläa, там написано, что ученики поклонились, а некоторые усомнились. Dort steht geschrieben, sie fielen anbetend vor ihm nieder, aber einige zweifelten. Интересно, и ко всем Иисус Христос написано, он приступил, приблизился к ним. Und interessant ist, zu allen steht es geschrieben, nahte er sich zu ihnen. И поэтому, дорогой друг, если тебя посещают сомнения. Und deshalb, mein lieber Freund, wenn dich die Zweifel heimsuchen, и Бог не желает как-то отвергнуть, оттолкнуть человека. Und Gott möchte nicht den Menschen irgendwie von sich stoßen. Посмотрите, Библия говорит, что Иисус Христос приблизился к ним с такими словами. Und seht mal, es steht geschrieben, dass Christus sich mit solchen Worten sich ihnen nahte. Дана мне всякая власть на небе и на земле, слава Богу. Mir ist gegeben alle Macht auf Erden und im Himmel, preis
эти слова Иисуса Христа, они на сегодня актуальны, слава Богу. Diese Worte von Jesus Christus sind heute noch aktuell, preist den Интересно, когда Фома Und interessant ist, als Thomas, говорил о своем неверии в воскресение Иисуса Христа, als sprach über seinen Unglauben, über das Auferstehen Jesu Christi, прошло несколько дней, и Иисус Христос явился ему. Und es sind einige Tage vergangen, und Christus ist ihm dann erschienen. Понимаете, не с таким, ну, гневом, там, пару архангелов с собой взять, чтобы как-то в страх привести человека. Und wisst ihr, nicht mit einem Zorn und dann noch ein paar Erzengel mit sich nehmen, damit man den Mensch irgendwie in Furcht jagt. Не так просто и так велико. Nicht so, aber ganz schlicht und aber dennoch so groß. Иисус обращается к Фоме. Und Jesus wendet sich an Thomas. Возьми перст свой и посмотри на раны мои. Nimm deine Finger und sieh meine Wunden. В эти моменты, если тебя посещают сомнения, in diesem Augenblick, wenn dich die Zweifel heimsuchen, was ist das für eine Situation in meinem Leben? Вспомни об Иисусе Христе. Dann erinnere dich an Jesus Christus. Вспомни, откуда у него эти раны на ладонях. Dann erinnere dich daran, woher hat er diese Wunden auf seinen Händen? Вспомни о том, что он зашел на Голгофу, чтобы страдать за тебя и за меня. Слава Иисусу. Erinnere dich daran, dass er auf das Kreuz von Golgatha gegangen ist, um чтобы zu leiden обновиться верою. Слава Господу. Preis dem Herrn, im Glauben sich zu erneuern. Слава Иисусу. Preis sei Jesus. Вы знаете, слушая наших проповедников, wenn wir hören auf unsere Prediger, которые много читают, образованные, die viel lesen, die gebildet sind, и вот я слышал две истории из предания о жизни Нафанаила. Und ich habe dann gelesen oder gehört über zwei Überlieferungen aus dem Leben von Nathanael. И эти две истории я хотел бы здесь напомнить. Und an diese zwei Geschichten möchte ich uns hier erinnern. Это читали проповедники из преданий. Das haben die Prediger gelesen aus den Überlieferungen. Но разрешите мне так думать, что эти, ну, истории, они были в реальной жизни. Aber erlaubt es mir so zu denken, dass diese Geschichten wahr sind. В общем, когда он еще был младенцем, Also als noch ein Säugling war, ну, предание говорит, и когда римские солдаты делали набег, und die Überlieferung sagt, als die Soldaten von Rom die Stadt einnehmen wollten, то его мама, она положила его под одну смоковницу. Dann hat seine Mama ihn unter einen Feigenbaum gelegt. И не просто его там оставила. Und hat ihn nicht dort einfach gelassen. Но она обратилась к Богу. Aber sie wandte sich an Gott. Что Бог увидел ее дитя и сохранил его там. Dass Gott ihr Kind dort sieht und dort bewahrt. И уже позже она рассказывала ему эту историю. Und schon später hat sie ihm dann diese Geschichte erzählt, как Бог видел Нафанаила еще его там младенцем и сохранил его. Wie Gott ihn schon dort als Säugling sah und ihn dort bewahrt hatte. И еще одна ситуация. Und noch eine Situation. До того, как он имел разговор с Филиппом, und bevor ein Gespräch mit Philippus hatte, что он тоже стоял молитвенно под одной смоковницей, dass auch im Gebetshalt vor ihn unter einem Feigenbaum stand. Und stellte Gott eine Frage, siehst du mich? Мне нравятся эти обе истории. Mir gefallen diese zwei Geschichten. Потому что наш Бог, он наблюдает за нами всякой ситуации. Weil Gott, beobachtet uns in einer jeden Situation. Знаете, если мы будем говорить просто о биологической смоковнице, und wisst ihr, wenn wir einfach reden werden über einen biologischen Feigenbaum, то я читал, что жизнь ее примерно 30-60 лет. Dann habe ich gelesen, dass die Lebensdauer von ihr sind ungefähr 30 bis 60 Jahre. В крайних случаях может быть 300 лет. In Ausnahmefällen können es 300 Jahre sein. И
этой, ну, физической, биологической смоковнице, которая была реальна, und über diese biologischen Feigenbaum, der in echt war, мы не будем говорить, но будем говорить сегодня образно. Wir werden darüber nicht sprechen, sondern bildhaft. И для этого я хотел бы вспомнить историю, und deshalb möchte ich uns an eine Geschichte erinnern, о нашем брате, которого я знаю еще с детства, über unseren Bruder, den ich noch kenne aus von der Kindheit an. Он теперь член нашей церкви. Er ist jetzt ein Mitglied unserer Gemeinde. Но мы росли вместе в одном городе. Und wir sind gemeinsam aufgewachsen in einer Stadt. Я был на пару лет старше его. Ich war einige Jahre älter wie er. Мы воспитывались, и он воспитывался в христианской семье. Und wir wurden erzogen und er auch in einer christlichen Familie. Вы знаете, этот мир, он поманил его своим блеском. Und wisst ihr, diese Welt hat ihn verlockt mit seinen Blinken. И он ушел в молодые годы в мир. Und ist in jungen Jahren in die Уже Welt gegangen. Уже 14 лет он бродил по этому миру. Und mit 14 ist schon, hat sich herumgetrieben in der Там Welt. Занимался спортом. Hat Sport getrieben. Я его как-то, ну, разговаривал, беседовал с ним, говорю, Павел, я помнил, какой ты был накачанный. Und ich habe mal mit ihm gesprochen und habe gesagt, Paul, ich erinnere mich, wie durchtrainiert du warst. Да, в 14 лет ты был, ну, любой атлет может тебе позавидовать. Und mit 14 warst du schon so, dass jeder Athlet dir neidisch war. Он мне говорит с акцентом, это пустая трата времени. Und sagt mir mit Akzent, das ist eine leere Vergeudung der Zeit. Ну, все это ничто. Alles ist das nichts. И вот безбожная жизнь его привела к такой ситуации. Und ein gottloses Leben hat ihn in so eine Situation gebracht. Там была драка. Da war eine Schlägerei. Ну, так по-мирски сказать, он вышел победителем. Und weltlich gesagt, ist als Sieger da herausgegangen. Улица, понимаете, арена, это аплодирует ему. Und vielleicht hat die Straße ihm Applaus gegeben. Но он приехал домой. Aber ist nach Hause gekommen. И приехала к нему полиция. Und die Polizei ist zu ihm gekommen. И сказала ему реальность. Und hat ihm die Realität gesagt. Что этот человек, с которым ты был в конфликте, он может быть не выживет. Dass dieser Mensch, mit dem du im Konflikt warst, kann vielleicht nicht überleben. И ты пойдешь на многие годы в тюрьму. Und du wirst für viele Jahre in das Gefängnis gehen. Und sie sind weggefahren. И он говорит, я остался один. Und sagt, dann bin ich alleine geblieben. И посмотрел вокруг себя в этой разбитой квартире. Und hat sich gesehen in dieser demolierten Wohnung. И он говорит, и все было так грязно, не, ну, ничтожно. Und sagt, alles war so verschmutzt und wertlos. Стоял телевизор. Es stand ein Fernsehen. И на телевизоре, говорит, единственный духовный свет, лежала Библия. Und auf dem Fernsehen lag ein einziges geistliches Licht, он говорит, и там я склонил свои колени. Und sagt, dort habe ich dann meine Knie gebeugt. И сказал, Господи, und habe gesagt, Herr, ты видишь, куда я забрел. Du siehst, wohin ich mich verirrt habe. Господи, помилуй, я не хочу быть еще и убийцей. Herr, sei mir bitte gnädig, ich möchte auch kein Mörder sein. Вы знаете, Бог, Иисус Христос, услышал эту молитву. Und wisst ihr, Gott, Jesus Christus hat dieses Gebet erhört. Он приступил к нему в его трудности. Er ist sich an ihm genannt. In seiner Schwierigkeit. Вы знаете, он ему стал помогать. Und wisst ihr, hat angefangen, ihm zu helfen. И так получилось, что он попал к нам в город Лар. Und dann ist es so gekommen, dass zu uns gekommen ist in die Stadt Lar. Попал на такое же богослужение. Und ist in genauso einen Gottesdienst gekommen. Бог дал ему покаяние. Gott hat ihm die Bekehrung gegeben. Мне так это нравится. Он говорит, я пришел помирать на святом месте. Und mir gefällt es so. Sagt, ich bin gekommen, zu sterben an einem heiligen Ort. Вы знаете, но Бог на святом месте дал ему жизнь, слава Господу. Aber wisst ihr, Gott hat ihm an einem heiligen Ort das Leben gegeben. Благословил его, дал ему семью и дал ему служение. Hat ihn gesegnet, hat ihm eine Familie gegeben, einen Dienst gegeben. И сегодня, когда он проповедует и свидетельствует о своей жизни, und heute, wenn predigt und Zeugnis ablegt über sein Leben, он говорит, вот в той комнате, dann когда я склонил колени, in dem Zimmer, wo ich meine Knie gebeugt habe, это была моя смоковница. Das war mein Feigenbaum. Понимаете, я говорю образно. Versteht sich, rede bildhaft. Там, где Иисус Христос. Dort, wo Jesus Christus тогда, ist. Когда он встретился с ним лично. Da, wo sich eine persönliche Begegnung mit ihm hatte. Напомнил ему, помнишь тот момент в твоей жизни? Und hat ihn daran erinnert. Erinnerst du dich an den Moment in deinem Leben? Я там видел тебя, слава Иисусу. Ich habe dich dort gesehen, preis sei Jesus.
Jesus. Вы знаете, дорогие друзья, wisst ihr, meine lieben Freunde, конечно, и у меня есть моя смоковница в моей жизни. Und natürlich habe auch ich meinen Feigenbaum in meinem Leben. И слава за это Господу. Und preis sei dafür dem Herrn. Но вы знаете, стоя на этом месте, aber wisst ihr, stehe hier an diesem я Ort, хотел бы обратиться к молодому поколению. Ich möchte mich an die junge Generation wenden. Где наши друзья, братья и сестры? An unsere Freunde, die Brüder und Schwestern, которые, ну, имели эту милость и сохранены от этого мира, die Gnade haben und sich bewahrt haben von dieser Welt, и можно так подумать, ну, нужно иметь такую жестокую жизнь, und man kann denken, muss man denn so ein hartes Leben haben, чтобы иметь свою духовную смоковницу, um seine geistlichen Feigenbaum zu где haben, где Христос обратил на тебя внимание, wo Christus auf dich aufmerksam wurde. Я хочу еще раз обратиться к той истории, которую мы прочитали. Ich möchte mich nochmal an die Geschichte wenden, die wir gelesen haben. Так я понимаю, что Нафанаил и Филипп, ich verstehe so, dass Nathanael und Philippus, что они выросли среди народа Божьего, dass sie aufgewachsen sind unter dem Volk Gottes. Дорогой молодой человек, mein lieber junger Mensch, твои родители, они верующие люди, deine Eltern, das sind gläubige Menschen. И когда ты был совсем младенцем, und wo du ein Säugling warst, они приносили тебя в дом Божий, dann haben sie dich in das Haus Gottes gebracht, и благословляли тебя, und haben dich dort gesegnet. Я хочу сказать тебе, это твоя смоковница. Ich möchte dir sagen, das ist dein Feigenbaum. Иисус Христос видел тебя, слава Иисусу. Jesus Christus hat dich gesehen, preis sei Jesus. А может быть, и в это, когда ты сейчас проходишь, может, какие трудности. Und vielleicht jetzt, wo du durch gewisse Schwierigkeiten gehst. Я понимаю, этот мир, который не знает Христа. Und ich verstehe diese Welt, die Christus nicht kennt. Она иногда, ну, она может реагировать так жестко. Das kann manchmal so hart reagieren. И как будто тяжело сориентироваться как христианина. Und es scheint sich schwer zu orientieren können als Christ. Может быть, ты стоишь где-то в своей комнате. Vielleicht stehst du irgendwo in deinem Zimmer. И обращаешься к Иисусу Христу. Und wendest dich an Jesus Christus. Иисус Христос видит тебя. Jesus Christus sieht Он dich. Он будет поддерживать тебя. Er wird dich unterstützen. Слава Иисусу Христу. Preis sei Jesus. Бог желает дать жизнь вечную там на небе, слава Богу. Gott möchte das ewige Leben im Himmel einem geben. Он поддержит каждого, кто ему преданный. Er wird einen jeden unterstützen, der ihm hingegeben ist. Бог будет показывать тебе и мне. Gott wird dir und mir zeigen. И такая будет не раз смоковница в твоей и моей жизни, слава Господу. Es wird nicht nur einmal so ein Feigenbaum geben in deinem und meinem Leben. Я хотел бы сказать уже моей вот в этом промежутке времени, где я уже верующий. Und ich möchte sagen, in meinem Verlauf, wo ich schon gläubig bin, не раз была такая духовная смоковница, слава Иисусу. Gab es nicht nur einmal so einen geistlichen Feigenbaum, preis sei Jesus. Иисус Христос обращал на меня внимание. Wo Jesus Christus auf mich acht gegeben hat. И говорит, в тот момент я видел тебя. Und er sagt, in dem Augenblick habe ich dich gesehen. Слава Иисусу. Preis sei Jesus. Перед молитвой я хотел бы привести такое сравнение. Und vor dem Gebet möchte ich so ein Gleichnis bringen. Скажем, два человека пошли к стоматологу зубному. Sagen wir, zwei Menschen sind zum Zahnarzt gegangen. Оба пошли на проверку. Und beide sind zur Kontrolle gegangen. И, ну, одного проверили, у него все отлично. Und einen hat man kontrolliert, bei ihm ist alles wunderbar. Знаете, я говорю образно. Und wisst ihr, ich sage bildhaft. Другой сел, ну, он себе позволял кушать, что попало, не чистить там зубы, скажем. Und einer hat sich hingesetzt und hat sich erlaubt, essen alles mögliche und nicht die Zähne zu putzen. Я имею в виду много сладостей, неправильно питаться. Ich meine viel Süßigkeit und sich falsch ernähren. Ну и в общем, ему нужно вырвать зуб, который у него очень болит. Und man muss dann einen Zahn rausreißen, der ihm sehr schmerzt. Вы знаете, пройдет, может, 2-3 недели. Und wisst ihr, es vergehen vielleicht 2-3 Wochen. И будут эти два человека стоять перед нами. Und werden dann diese zwei Menschen vor uns stehen. И этот человек, которому вырвали зуб. Und dieser Mensch, dem man einen Zahn entfernt,
kennengelernt hat. Und может делиться своим опытом. Er kann dann mit seiner Erfahrung teilen. Какой хороший зубной врач. Wie gut doch der Zahnarzt ist. Зуб гнил и болел. Der Zahn hat wehgetan und eiterte. Он его удалил и теперь ничего не болит. Er hat ihn entfernt und jetzt tut nichts mehr weh. Вы знаете, врач хороший. Wisst ihr, der Arzt ist gut. И история добрая. Und die Geschichte ist auch gut. Но есть место, где остается пустота. Aber es gibt einen Platz, wo eine Leere bleibt. Понимаете, Библия говорит. Versteht ihr, die Bibel sagt. Мы умираем и будем как вода, вылитая на землю. Wir sterben und werden wie das Wasser sein, das auf die Erde gegossen wird. Которое невозможно больше поднять. Das, es ist nicht mehr möglich, das aufzuheben. Есть моменты, которые прошли. Es gibt Momente, die sind vergangen. И как-то, ну, не можешь вернуться обратно и сделать по-другому. Und man kann nicht wieder zurückkehren und das anders machen. И поэтому, дорогой друг, для тебя и для меня. Und deshalb, mein lieber Freund, für dich und für mich. Есть Христос. Es gibt Christus. Понимаете, чтобы мы жили в Евангелии. Versteht ihr, dass wir im Evangelium leben? Чтобы Евангелие было в нашей жизни. Dass das Evangelium in unserem Leben ist. Чтобы мы поступали по Слову Божьему. Dass wir handeln nach dem Wort Gottes. Чтобы мы остались, скажу я так, целы и невредимы и полноценны духовно. Dass wir ganz und unversehrt und komplett bleiben im geistlichen Sinne. Да, и за это позаботится нас Бог. Und dafür wird unser Gott sorgen. Слава Богу. Preis dem Herrn. Я хотел бы вместе с вами склонить колени. Ich möchte mit euch gemeinsam die Knie beugen. И поблагодарить Бога, und, нашего Иисуса Христа. Und Gott danken unserem Herrn Jesus Christus. Который вот узрел нас при этой смоковнице нашей, твоей личной. Der uns gesehen hat bei einem jedem persönlich unter dem Feigenbaum. И теперь, если мы будем проходить эту земную жизнь, und jetzt, wenn wir durch dieses irdische Leben gehen werden, и будем жить по принципам Евангелия, und werden leben nach den Prinzipien des Evangeliums, и будут посещать нас трудности, und wenn uns dann Schwierigkeiten heimsuchen werden, будут созидаться такие духовные смоковницы, und dann werden solche geistliche Feigenbäume geschaffen, где Иисус будет говорить, я вижу тебя, wo Jesus Christus sagt, ich sehe dich. Слава Иисусу. Preis sei Jesus. Склоним колени, помолимся. Wir beugen die Knie und beten.